Stellt euch vor, ihr seid Immobilienmakler und verkauft das Haus von Michael Jordan. Der Preis 14,5 Millionen Dollar. Eure Provision 6%. Na, seid ihr schon am Rechnen? 870.000 Dollar. Aber glaubt jetzt nicht, dass Immobilienmakler alle steinreich sind. Im Durchschnitt verdienen sie 40.000 bis 70.000 Euro pro Jahr. Zudem tragen Selbstständige nicht nur alle Kosten, Büro, Auto, sondern natürlich auch das Risiko. Wer nichts verkauft, verdient auch nichts. Fazit: Als Angestellter bekommt ihr ein sicheres Gehalt. Nur mit dem Reichwerden wird es vielleicht schwierig. Als Selbstständiger könnt ihr deutlich mehr verdienen, habt aber auch ein höheres Risiko. Wofür würdet ihr euch entscheiden? A oder B?